Herzlich willkommen bei Tame für Fortgeschrittene, mitten im blauen Gebiet bei Ark und unserer Neuerwerbung Bubu Backstein. Bubu Backstein. Und ich finde großartig. Mit dabei sind Sinne, Xa, Koja, Matze und aus dem Off die Kühe. Hallo. Hallo zusammen. Schreibt man Kühe eigentlich mit Ü? Ja. Kühe. Ja, natürlich mit Kühe. Ich habe das heute schon mehr als einmal so gehört. Ja, mit Ü und H. Der Kühe. Ja. Kühe. Kühe. Ich gehe gleich wieder. Also, Kia, das ist ein Thema, es wird jeder gemobbt. Ja, Kia. Mobbt Kia. Ja, wohin laufen wir denn jetzt? Aber muss man dazu noch ein bisschen was zum Bubu Backstein, müssen wir ja was erzählen, ja. Also, dieser werte Herr Bubu Backstein wurde vom Hippo angeknuspert, als er dort lag, ja. Also der Original Bubu Backstein, müssen wir dazu sagen. Da haben wir versucht, den aufzuwecken, der wollte nicht aufwecken. Als er aufgeweckt war, durch Uhrzeit, die wir umgestellt haben, dann hatte er immer noch sein Level und hatte immer noch das Geknusperte vom Hippo drin, ja. Immer noch nur 50% Taming-Effizienz. Dank Hippo! Danke, Hippo! Kein Thema. Ja. Und immer wieder gerne. Und da wir einen mit 50% Taming-Effizienz nicht wollten und der nicht aufstehen wollte normal und sich resetten wollte, haben wir uns einen neuen 16er hergecheatet und das ist jetzt Bubu Backstein. Was eine rührende Geschichte. Ja. Mir kommt ja direkt hoch. Bubu Backstein wird ab sofort mit den ganzen lieben, netten Damen, die in unserer Basis auf ihm warten, ganz viele kleine Bubu-Babys. Oh nein. Hießen die nicht Beanie-Babys? Bitte? Hießen die nicht Beanie-Babys? Ja, solange sie nicht Bibi heißen, ist alles okay. Lauf mal. Xa, läufst du vor? Oder sollen wir vor? Lauf du vor. Nee, ich guck gerade, wie wir am besten da wieder wegkommen, weil wir müssen jetzt einmal durch den See, oder das ist ein bisschen unglücklich von daher. Lauf links rum, das ist mein Weg. Also wenn du jetzt in die, erstmal Richtung Westen läufst, rüber, links um den See rum, der untere Wasserfall ist ja der von, ist ja der, wo wir angekommen sind, ist der schnellste Weg. Also jetzt am Seeufer entlang. Du meinst das rechte Ufer entlang. Das... Wenn wir jetzt am See entlang laufen und rechts das Ufer haben, also eigentlich hier so geradeaus. Genau. Achso, weil ich würde jetzt eigentlich eher auf der rechten Seite von dem See hochlaufen und dann oben ganz kurz durchs Wasser huschen. Ja, also aber da hast du den Sindefall. Ja, aber beim Sindefall kommst du nicht hoch. Wir müssen neben dem Sindefall die hoch. Rampe raus. Ja, ist schon richtig, aber dann läufst du halt oben noch ein Stück. Lass mal hier lang laufen, glaub mir, gesagt, das ist kürzer. Na gut. Ich bleib hinter dir. Okay. Einfach schreien, wenn's hängt. Mhm. Guck mal, hier ist ein. Der ist bestimmt jetzt 120. Nee, der ist 12. Yeah. Aber war knapp. Du hast bestimmt nur die Null nicht gesehen. Weil du zu nah dran warst. Und das, obwohl er so viele Nullen dabei hat. Unglaublich. Jetzt kommt aber hier aus dem Off da. Matze ist ja immer noch am Dödi züchten. Ja, das war also ein 12.000er. Bekommen, ne? Ich möchte das, eben, ich wollte mal ganz kurz auch die Chance nutzen, einmal die Zusammenfassung des Nachwuchses zu präsentieren hier. Und zwar von rechts nach links haben wir hier jetzt die jugendliche Bianca mit stattlichen 27%, die sie mittlerweile schon hat. Dann haben wir den Real-Life-Lego. Habe ich das richtig ich geschrieben? Einmal durchs Wasser. Oh. Dann Yuna Laska Reborn. Ne, dich gibt's auch wieder. Du siehst ein bisschen anders aus als vorher, aber... Alles gut. Das mit dem Blitzen ist nicht schlimm. Das tut nicht weh. Okay. Schnauze. Ich habe drei Krabben hier an der Backe. Ihr könntet mir mal helfen. Vier Krabben. Nein, es muss erst die Revenger töten. Vier Krabben. Ja. Also... Ich mach nochmal ganz kurz weiter. Der Tilligal ist auch da. Hier, hallo Tilligal. Und der Tiki. Nameless. Nameless gesagt. So. Wie viel hast du mittlerweile gezüchtet, Matze? Das waren 4 Verpaarungen und gab 5 Dödis. Und jetzt machen wir eine Runde Wunschverpaarung. Wer. Ja, genau. Wer ist im Stream noch da, zu dem es jetzt bereits einen Dödi gibt? Im Stream ist keiner mehr. Ja, der Erste, der schreibt, wird verpaart und darf sich jemanden aussuchen. Ich mach auch mit. Der Letzte, der noch nicht geflohen ist, wird jetzt verpaart.
Meinst du jetzt da durchhuschen oder was hast du vor? Kannst da durch. Nee, warte mal, da ist noch ein. Da ist noch ein Baryonyx. Baryonyx, aber. Und da ist noch ein Elektrophorus. Warte mal, ich geh nochmal rein ins Wasser. So. Ach nee, das war ein. Cracker hat gewonnen. Ja. Würde ich sagen. Und hier, ist noch ein Leuchtfisch. So. Ja, der Cracker. Der Cracker, jetzt suchen wir ihn. Wo ist denn unser... Hier bei mir, da oben. Oh, fuck! Oh, fuck. Ich bin ins Wasser gefallen! Rettet mich, beiß ins Wasser. Warum bin ich ins Wasser gefallen? Wir müssen durch. Helft mir! Ja, sind da. Was ist los? Warum? Ach so, der Arsch... Der Arsch Baryonyx hat mich runtergewedelt. Runtergewedelt? Ja, das ist voll fies. Jetzt raus aus dem Wasser. Damit er rauskommt. Ja, ich muss mal. Ich bin drauf auf dem zähmen Objekt. Aber der hat mich vom Drachen runtergewedelt, der Baryonyx, das wusste ich gar nicht. Dafür wird dein Drache gerade getötet. Ja, ich hab ihn schon gepfiffen. Der wird's wohl überleben. Ich finde den hier gar nicht. Das ist gar nicht so einfach. Hier ist noch ein Megalo. Wahrscheinlich ist der jetzt 120. Guck schon. Ich schau mal eben. Na, er war noch 40. So, ich steig dann wieder ab, du kannst. Na, was ist mit diesem blöden Frosch los? Ja, der hat irgendwie Akku auf meinen Drachen. Ja. Okay, gut. Weiter am Seeufer entlang, hier unten am besten, oder? Ja, wo unten geht's, glaube ich, nicht weiter. Also, wegetechnisch. Kann sein. Aber dann nicht über diese Rampen drüber. Also, wir müssen außenrum, nicht auf die Rampe drauf. Wir können jetzt einfach hier einmal um den Felsen rum und kommen ja gleich wieder runter zum See. Ja, Matze, hast ihn schon gefunden. So. Ich hab ihn, ja. Aber jetzt kommt natürlich noch eine Randbedingung. Cracker wird jetzt nur verpaart, wenn er mir sagen kann, weil er kann ja nicht lunzen, welche Farbe er hat. Er hat ja gesagt, er ist grün. Hat er? Rechts rum. Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gelesen. Wir sind mal wieder am See. Ich dachte, das wärst du und der hat da irgendwie einen großen Bogen gerannt. Respekt. Cracker, welche Farbe soll ein Weibchen haben? Zur Hölle. Das ist schön, wenn man sich mit seinem Dödi so identifiziert. Ah, nee, das warst du. Jetzt ist an. Hängt am Stein fest. Ich komm gleich. Ich hab hier so einen bunten Ravager, aber der war auch nicht groß. Kommt. Rot, sagt er. Rot. Ein rotes Weibchen. Die Cherry, die ist ja noch unpässlich. Da müssen wir gleich mal gucken, wen wir haben. So, dann hier wieder runter. Was knackt denn da als an mir? Noch nicht zu glauben. Das ist ein Adventure. Oh, hey, was ein Dödi-Salat. Ich ging gar nicht hier raus. Boah, guck mal, ich schmeiß jetzt ein paar von diesen blöden blauen Kristallen weg. Nee, nicht von den Blauen, dann schmeißt die Weißen weg. Oder Futter. Ja, ich hab dir auch Weiße reingeworfen. Ich bin unten am Ufer, ihr müsst einfach weiterlaufen am See. Ihr seid hinter mir, ich bin drüber gesprungen. Jo, ich kann gerade nicht weiter, weil Hippo Bubu Backstein blockiert. Kannst du mal bitte aufhören, das so oft zu sagen, Xa, das macht mich total fertig. Bubu Backstein ist einer der besten Namen, die wir momentan haben in unserem ganzen Dino-Stall. Also echt? Neben Gabi Steilzahn, Gangbang Günther und... Ja, Gabi Steilzahn und Gangbang Günther sind ja schon coole Namen, aber die waren halt aus 5 nach 5 und damit Stadt, jetzt Land, nicht ganz... Fluss, ja. Oh, ja, genau. Verdammt. 5 nach Stadt, Land, Fluss und daher nicht ganz neu. Oh, da ist auch noch einer. Mhm. Er hat 100. Aber Weibchen. Weibchen 100, ja, das hat man vorhin, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, einer fehlt, sein. Tippo fehlt. Ist irgendwas schlimm? Ja, ich habe irgendwo. Du kannst sonst was in den Megalo-Laden, wird vorgeschlagen. Ach, wird hier gar nicht absteigen. Ist egal. Ein bisschen ungemütlich hier. Was ist mit dir los, Hippo? Ja, also ich komme jetzt. Ich musste mich halt entladen und habe dabei aus Versehen einmal Kristalle weggeschmissen. So. Die wollte ich wieder aufsammeln. Alle 11 Minuten kommt neue Dödi zur Welt, ja. Also, gut. Cracker, die Cherry ist noch unpässlich, das wird jetzt nichts mit der. Ich habe im Angebot die LS Dödine, ich weiß jetzt nicht so mit Drogen, das ist so ein Ding, aber die kann auch ohne. Und dann hätten wir noch Nikki's Life. Oh, Basilisk, Achtung.
Hier ist ein Basilisk, da sollten wir ein bisschen aufpassen. Oh, ich war ein Bogen drumherum. Nö, quatsch den kaum mal weg, dann kriegt der gleich Erfahrungspunkte. Und Chippy. Greift den mal auf neutral, hackt er mit und dann hau mal rein. Also Cracker, du darfst zwischen Alice Dudine, Nikki Sly von Chippy wählen, auch wenn du nicht weißt, welche die schönste der drei ist. Ja, war nur 16. Da ist noch ein... Da ist noch einer. Ja, da ist aber auch 16. Wo ist einer? Ja, nee, der ist da 8. Vorne bei diesem... Die LS. Die LS, okay. Vorne perfekt. Bei dem grünen eine gute Wahl. Achso. Hab ich noch nicht entdeckt. Hier vorne zurück. Die LS Dudine ist auch die, die im Bestellkatalog am meisten ausgewählt wird. So, hier im Wasser ist nichts. Nö, da ist nur eine Krabbe links, die sollten wir vielleicht wegmachen. Die könnte Akku werden auf den. Warum macht ihr eigentlich alle mehr Schaden als ich? Ich finde das nicht gut. Er hängt. Warte. Nein, nein, er hat sich durchgepackt. Ja, gut. Ja gut, Gott sei Dank hat das Spiel Bugs. Ja, das ist ein Feature. Irgendwo muss der Name doch herkommen. Ja, ach nee, Quatsch, ich war ja eigentlich richtig da links. Ja, ja. War richtig. Platsch. Dann wieder Krabbenspektakel. Hier müssen wir doch irgendwo hoch, oder? Ja, ja. Da vorne ist, links. Geradeaus, glaube ich, erstmal noch ein Stückchen. Naja, ein Stückchen hier. Und dann links bei der Brücke da, wo die Brücke genau, kommt, genau. Da müssen wir dann hoch. Ach, da kommt. Kann mir jemand kurz Nagen helfen bei zwei Krabben? So zäh. Komm. Ja, Cracker, du darfst den Namen des Kindes aussuchen. Oh. Die war ja klein. Okay. Aber nur im Rahmen gültiger Gesetze und so, ne? Die Namen, ne? Cracker. So, viel Spaß. Krabbe zur Linken, Achtung, die wird Akku gerade auf euch. So, und hier geht der Weg hoch. Machen wir es doch. Jupp. Ja, schön. Was ist denn ein kleiner Cracker? Ein Crackerchen. Oh, guck mal, da läuft eine Ziege. Aber eine die Salzstange ist... vielleicht. Oh ne, ich dachte erst, die hätte oben einen roten Streifen. Ne, war braun. Schön, haben wir unsere Mission also beendet. So, und jetzt läuft hier ein 116er direkt am Abgang. Wetten? Ich schau mal, ich muss den jetzt angucken. Es ist zwar, es wird zwar... Ne, ein Level 8er. Ja, unglaublich. Und dazu noch Weibchen, also weiter nur, vorbei nur geht High gar Level nicht. Hier. Nur High Level, High. Tuck. Sehr schön. Tuck. Ja, das ist schön. Kleiner Cracker. Und vor allen Dingen, wenn die Mischung rot-grün ziemlich bunt wird, passt Tuck auch fast. Lass mal das. Hier. Hier für ein Gequäke. Das ist Xar. Was? Wieso? Ach, herrlich. So, hier ist noch einer am Aufgang. Komm, der ist jetzt 116. Nö, 16. Unglaublich. Warte mal, bitte Akku auf deinen. Nö, glaube ich nicht. Doch, bitte. Ich fange kurz ab. Okay. Noch einer. So, Cracker, gut gemacht. LS Dudine ist schwanger. Oh, 48. Sie werden größer. Unglaublich. Mümmeln weg, dann... Ich mümmel. Spielt er nicht mit, Bubu. Last Hit. Mach dein Glas gerade einen kurzen Abstand. Ich steche ja zum Gas rüber. Ach so, das hast du hier irgendwo fallen lassen. Ach, hier. Mhm. I remember. Ja gut, okay, aber müssen ja nicht warten, ne? Nee.
Yay. Aber ich freue mich drauf, dass wir die jetzt endlich verpaaren können, dass wir endlich dieses Ziel erreicht haben. Den. Huch, das war ja gar kein. Den schnellsten Fußweg kennst du, glaube ich, von hier besser, Xa, als ich. Also ich würde jetzt den Fluss entlang, aber ja, da hängen wir dann in den ganzen. Da alles Binos eigentlich. Und alle Krabben mit. Dann immer wieder, ja eben, gibt es einen Landweg? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also es gibt bestimmt einen. Man kann sich so ein bisschen quer durchschlagen, aber das ist auch nicht unbedingt besser als den Fluss entlang. Dann müssen wir uns halt da durchkauen. Na ja, gut, ich kann ja irgendwie ein bisschen am Rand laufen und sollte doch irgendwas rankommen, haut das halt eben weg. Ja, solange die Spinos hier mit den Krabben beschäftigt sind, brauchen wir sie ja nicht eben, uns drum kümmern. Oh, mein Drachen ist ganz schön angenagt, sehe ich gerade. Naja. Hier war irgendwo eine Steckpflanze im Sack. Ja, Gott, heim komme ich irgendwie. Sonst tauschen wir mal, dann lauf nicht mehr ich voran, sondern, keine Ahnung, Hippoma. Ja. Also ich würde sagen, eine Runde Wunschverpaarung mache ich noch. Also wer zuerst hier schreit und einen Dödi im Game schon hat, der darf. Krabbe ist beschäftigt. Wo ist Xein? Ich bin hier hinten, ich bin aufs andere Ufer rüber. Aufs andere Ufer, okay. Ja. Dann muss Krabben, ich da nicht nochmal. Krabben und Spinos sind beschäftigt, also insofern sollte das auch nicht klappen, dass du da vorbeikommst. Nein, Cracker. Aber geh du mal vor, Hippo, machst du einen Weg frei und ich kau hinterher. Der Johannes. Der Johannes. Johannes, welche Farbe hast du? Na? Johannes, der Täufer. Der hat doch heute schon mal der Johannes, oder? Ja, gerade mit Cherry, um die June Alaska zu täufen. Da hat's aber einer nötig. Oh. Grenze liegt bei 2000 Dödis, da haben wir ja noch Zeit. 240 Gas waren da drin. Ui! Also voll. Einmal alle 24 Slots. Schön. Haben wir jetzt aber auch mehr als genug. Ich hatte vorhin auch alles ausgeleert und habe nicht mal mehr alles verbraucht beim Reparieren. Sacrifizierter steht schon auf der Liste, Kia, gell? Der wäre sogar der Nächste. Ach, gucke. Kommen wir hier vorbei, Xaya, ne? Ja, jo, ist voll egal. So, falls es ein Männchen wird. So. Johannes, welche Farbe soll denn deine Frau haben? Dann haben wir einen Dödi, der Xari verziert heißt. Das ist natürlich auch sehr interessant. Xari würde der heißen. Ich hoffe, dass du den hier zwischen den Felsen nicht verlierst. Nö, das soll der gern. Hast du irgendwas hinter dir, was Hunger auf Megalosaurus hat? Aber hat aufgehört. Ganz weiter. Blau? Ey, muss ich mal gucken, ob die blauen Weiber schon wollen. Davon haben wir nicht so viele. Ne, er meint, er ist blau, oder? Nee, ich habe gefragt, welche Farbe er haben will. So. Das ist klar, das ist, ach ja. Ob die blauen Weiber schon wollen. Die Wunschliste. Das ist aber. Ja. Du ahnst es nicht. So, das Bino müssen wir mal wegmachen da vorne, glaube ich. Also Johannes, wenn es blau sein soll, müssen wir 6 Minuten warten und dann hast du zur Wahl nur den Unioli als Weibchen. Ist das okay oder willst du eine andere Farbe? Überleg's dir. Ist blau und riecht nach Knoblauch. Gott. Nein, es wird definitiv nicht besser. Heißt das jetzt, wir nehmen ihn? Sie? Und weiter geht's. Da kommt noch eine Krabbe, die spielen Krabbe. Oh ja.
Ach, guck mal, Xa. Wir sind im Schadenspartner-Look quasi. Ziemlich, ja. Hast du auch 286,8%? Ich habe 286,8. Ja, da siehst du mal. Wenn du jetzt auch noch genauso viel Leben hast, dann höre ich allerdings auf zu spielen. Nö, ich habe... Nee, das muss was anderer wert sein, ja. 11.666 habe ich. Naja, ich bin fast bei 15.000. Er muss ja irgendwo muss er wieder mehr sein. Naja, mein Karl war ja auch bei Level. Also ja, stimmt. Ach stimmt, ja, deiner war ja quasi Max, ne? 152. Ja, war er. Und meiner war eins drunter. Ja. Grün biete ich an. Die Amidala und die Helmut Kohlkopf. Der Rest ist männlich oder kann nicht? Männlich oder kann ich? So, hau rein! Hau rein! Ja, dann mache ich mal oben. Ihr kommt da jetzt ja die letzten Meter, kommt ihr ja locker an. Dann mache ich oben kurz mal einen Abstecher zur Schlecki. Njam, 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 njam. Oh, die Zunge geht quer durch den Kopf. Das sieht irgendwie ungesund aus. Durchgeschleckt. Durchgeschleckt. Nicht den Kohlkopf. Ich würde sagen, Amidala wird. Ja, glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob Amidala noch online ist. Amidala, möchtest du dich hier offiziell mit Johannes verpaaren? Wenn ja, sage ich. Sage ja, ich will. Wenn, ja, genau, dann möge wir immer schweigen und bla. Ja. Sag mal, haben die Pflanzen genervt? Das geht irgendwie wesentlich langsamer. Ja, als... wurde vorhin im Chat gesagt. Die geben nicht mehr so viel. Ja. So viel, so schnell. Cool. Deutlich die langsamer. Ja, ciao. Tschüss. Verbindung unterbrochen. Na, guck an. Hat man ja lang nicht mehr. Ja, ah, nee, da war aber das ganze Spiel abgekackt bei dir. Immer. Ja, der ganze Rechner. Ja, das ganze Stromnetz zusammengebrochen. Ja. So. Nö, nee, das ist, ich hatte nur. Kann sein, dass ich gerade irgendwie. Jawohl, ne, nicht mit dieser Uhrzeit nicht. Ach, keine Ahnung. Ja, das geht Backstein. Voll schnell, also. Pff. Ist ja Bubu. Wolltest du gerade verfahren? Ja. Könnt ihr gerade Bubu Backstein mit, weiß nicht, Dornröschen oder was unser höchstes Weibchen ist, weiß ich gerade gar nicht. Eins war groß, eins war klein. Mann, dauert das lang. Also, das ist ja wirklich bescheuert, dass sie das so genervt haben. Pff, leck mich. Warte mal, bleib mal kurz stehen, Merze. Ja. Ach, schade. Igitt, sabberst du mich hier ein? Ja. Geht das nicht? Wegen Friendly Fire oder was? Ja. Oh, ist ja schade. Otto Matze wiegt zu viel, das weiß ich nicht. Verdammt. Was soll denn das jetzt heißen, Xa? Ja, gut geklappt. Das hat ja richtig gut geklappt. Oh ja, aber Leben geht gut hoch bei denen. Ja. Ich meine, wenn das du schaust, die andere hat ja auch nur um die 5000 Leben. Er hat jetzt 5. Was ist mit meinem Opi, mit meinem... Warum läuft der weg? Der steht doch nirgendwo auf Follow. Mann, das jetzt? Warum vielleicht noch auf Hitch? Was? Also angehitscht, als du ihn auf die Schulter genommen hast? Nein, hier, Saphiro. Ich bin von Saphiro abgestiegen, der ist abgegangen wie ein Zäppchen. Achso. Von meinem Drachen. Ja, schon wieder? Oh. 2,9. Und jetzt ist dann. Das ist gut. Das Spiel hat keine Bugs.
Aber es darf ja auch noch ein paar Bugs haben, es ist ja schließlich noch Early X. Ah. Nee, da war was. Hat man lange nicht mehr den Joke, gell? So. Juhu! Wir sind zu Hause mit Bubu Backstein. Und er paart sich dann jetzt gleich mit... Dornröschen. Dornröschen? Mit Aber Dornröschen. Erst in der nächsten Folge. Ach, wie süß. Aber erst in der nächsten Folge. Wo verpasst denn du die? Im alten Gehege in da? In dem alten Gehege, ja. Da schwärmt noch ein Hitching Post, deswegen dachte ich, wenn es hier ein bisschen Platz hat. Oh, schöne Bären haben wir. Level 11. Fantastisch. Ja, einen roten hatte ich mal gezähmt. So. Also, Dornröschen hat 1440 Stamina. Juna Laska ist so neugierig. Ich hoffe, der Wert setzt sich durch. Das wäre echt gut. Wäre schon nicht schlecht, ja. Ja. Er hat 1080, 319 Damage und sie 358. Da haben wir schon einiges draufgelevelt. Also, er hat keine schlechten Werte so insgesamt. Muss man mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann haben wir hoffentlich Baby-Bubus und schauen Baby-Backsteine. Baby-Backsteine. Genau. Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.